Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich werde jetzt eine Runde singen, damit wir alle auch wissen, um was es denn heute geht. Es geht um ein neues Update. Entschuldigung, komm nicht wieder vor. Hab gute Laune. Es tut mir leid, Leute. Jungs, Mädels, lasst ein dickes Like da für mich sehr gerne. Würde mich freuen, wenn man da so irgendwie gleich einmal dran denkt. Deswegen kurze, nette Erinnerung. Und dann ein dickes Like für die Jungs von, ich weiß nicht, Raven Software auf jeden Fall. Ein bisschen Infinity Ward und ein bisschen Sledgehammer. Wir bekommen ein nagelneues und zwar relativ großes Rebirth Island Update. Jetzt am 23. März, das heißt, wenn ihr das Video heute seht, übermorgen, kommt das Mid-Season-Update, was ja schon wieder verschoben wurde und wo wir jetzt doch in letzter Zeit irgendwie wenig gehört haben. Da gab es jetzt heute die neuen Blogposts von Call of Duty mit den Sachen, die dazukommen. Ich werde euch das ein bisschen vorstellen. Ihr habt ganz viele Images mit im Video dabei, dass ihr auch selber einfach direkt gucken könnt. Eine Sache muss ich davor sagen, es sieht erstmal sehr, sehr cool aus. Das heißt, vorsichtig mit Lob, es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass sie mit diesem Mid-Season-Update wieder irgendwelche Sachen so kaputt machen, dass die 6 Wochen unspielbar sind. Aber das Rebirth-Update, genauso wie das, was ich damals vor Release geteased habe, wo mir die Leute gesagt haben, kommt eh nicht, das kommt jetzt auch endlich. Und zwar Arms Race. Das wird, so wie es aussieht, auf der neuen Map Alps, also Alpen sein. Und Arms Race ist im Prinzip, so wie ich das bisher auch verstanden habe, der ähnliche Modus wie der Krieg-Modus in WW2 damals. Bei vielen, vielen Fans in der Franchise war das wirklich sehr beliebt und kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Spaß macht und dass man da gerne mal reinschauen möchte. Ich tue es auf jeden Fall live im Stream, könnt dabei sein. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Probiert das mal aus. Da ist KD egal, da sind Abschüsse egal. Da geht es im Prinzip darum, dass ihr mit einem Sherman-Tank-Panzer, der dazukommt, oder einem Sherman-Panzer, mit motorisierten sonst welchen Sachen in die Base von anderen fahrt und die dort zerstört und eure verteidigt. Sehr, sehr cool eigentlich, oftmals sehr chaotisch. Man kann im Prinzip 2-3 Stunden so eine Map nachher spielen und es ist einfach entspannt. Man braucht sich keinen Stress dabei machen. Das ist ziemlich cool, da freue ich mich drauf. Für die ganzen Rankplay-Freunde von euch, es wird eine neue Top 250 Skill-Division geben mit einigen neuen Bundles, die ihr als Belohnung dafür bekommt. Rankplay meiner Meinung nach ist einfach nicht gut, weil es einfach zu viel Zeit nimmt und was ich nie verstehen werde, warum brauche ich Rankplay, nur weil da 2-3 Sachen gebannt sind, wenn ich Rankplay auch im Public-Modus mit Skill-Based Matchmaking habe. Das Matchmaking bei Rankplay ist im Prinzip 1:1 das gleiche wie im Public-Modus. Ist jeder, der Spaß dran hat, ich gönn's euch von Herzen, mich interessiert der ehrlich gesagt einfach gar nicht. Dann etwas, wo ich ein bisschen meckern muss, um ehrlich zu sein. Es gibt kein Trophy-System in Vanguard, weil die Entwickler von Sledgehammer gesagt haben, dass das Game realistisch sein soll, was Call of Duty sowieso noch nie war und niemals sein wird. Es ist nicht so, dass man in einem Krieg wirklich einfach respawnt oder wenn man angeschossen wird, sich eine Platte drückt und dann wieder volles Leben hat. Das passiert nicht. Aber sie haben gesagt, es soll realistisch sein, deswegen Trophy-System gab es damals so nicht, kommt nicht. Weil sie realistisch bleiben, kommt jetzt ein neuer Operator, den man natürlich für viel Geld wieder kaufen kann, und zwar Snoop Dogg. Ja, es ist wirklich so. Und ich bin mir fast sicher, dass Snoop Dogg im Zweiten Weltkrieg nicht gekämpft hat. Also ich bin mir fast sicher, dass Snoop Dogg im Zweiten Weltkrieg nicht für die Amerikaner gekämpft hat. Wenn es doch so war, nehme ich alles zurück, aber ich bin mir relativ sicher, aber für die, die von euch Geld ausgeben wollen, Snoop Dogg ist jetzt als Operator dann dabei. Zusammen mit Toxic Valkyrie, es ist auch ein neuer Operator und es gibt das Island Expedition Pro Pack. Fragt mich nicht, was das sein soll. Kommen wir zum neuen Operator, das ist Gustavo, der interessiert mich auch einen Scheißdreck, um ehrlich zu sein. Und jetzt kommt es aber wirklich interessant. Rebirth kriegt ein riesen, fettes, dickes Upgrade. Und nur kurz die Info nochmal, ihr kriegt auch eine neue Waffe oder wir, und zwar die Armagera 43. Ist eine neue MP, sieht ein bisschen aus wie die Raygun, ein bisschen wie die MP40. Keine Ahnung, ob sie gut sein wird oder nicht. Es gibt da immer 2 Chancen bei Call of Duty. Sie kommt rein und ist nicht nutzbar, so wie die Vago seit 3 Wochen. Oder sie kommt rein und ist mit Abstand die stärkste Waffe der Welt und schießt Atomraketen. Das werden wir dann sehen, aber Rebirth Island Update, Leute. Rebirth ist der Fluchtort für viele Streamer, die von Caldera die Schnauze voll haben, weil Caldera insgesamt, das ist subjektiv, sehen relativ viele so, eine sehr schlecht designte Map ist mit sehr vielen Problemen. Die FPS-Einbrüche, die Bugs dort, also insgesamt, was auch immer sich die Jungs da gedacht haben mit Caldera, das war ein Flop.
Deswegen kriegen wir auch Warzone 2, weil sie es selbst gesehen haben. Rebirth ist seit Wochen und Monaten am Trenden und es ist ultra schwitzig wegen Skill-Based Matchmaking, macht aber deutlich mehr Spaß. Und da kommt jetzt seit langer Zeit endlich mal wieder ein dickes Update für. Ihr seht das hier auch, die Roadmap zusammen mit der neuen Map, wie es von oben aussieht. Die Dogs werden jetzt ausgearbeitet. Bei Prison unten im Hof werden jetzt Wachtürme hingestellt. Zäune kommen damit hin, Zelte kommen damit hin. Das heißt, dieser ganze Basketballbereich unten wird ein bisschen aufgeschönert. Finde ich ganz cool. Und unten die Security Arena, die im Süden von Rebirth ist, wo man sonst nie abspringt, bekommt jetzt im Prinzip so eine Sicherheitsfestung mit Brücke, wo man rüber kann. Das heißt, da dürfte es, Gott sei Dank, in Zukunft auch mehr Leute geben, die dort droppen, zumindest schon mal am Anfang, so dass das Ganze mal ein bisschen aufgeteilt wird. Dazu bekommen wir, und ich weiß nicht, warum wir das bekommen, aber die Redeploy-Balloons kommen in Rebirth mit rein. Ich weiß nicht, ob in jedem Modus oder nur in einzelnen. Und es wird Weapon-Trade-Stations geben. Das heißt, ihr könnt an diese Station gehen und eure Waffen dort tauschen. Ich vermute, dass ihr dann eine zufällige Waffe bekommt mit zufälligen Aufsätzen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen Geld kostet. Wenn ihr aber zum Beispiel kein Loadout habt und irgendwie eine Waffe mit drei Aufsätzen, die scheiße ist, könnt ihr dahin und gegen eine andere Waffe tauschen, mit ein bisschen Glück, dass die besser ist. Dazu kommen neue Play-Modi mit rein, und zwar Rebirth Payload, Rebirth Blood Money und Rebirth Resurgence Solos. Das heißt, ihr droppt Solo in Rebirth, müsst 4500 immer an Geld haben, wie das im Caldera-Modus ist, das habt ihr am Anfang dabei. Wenn ihr sterbt, werden euch 4500 abgezogen, ihr kommt wieder. Und ihr kommt so lange wieder, wenn ihr tot seid, solange ihr so viel Geld in der Tasche habt. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man den jetzt überhaupt reinbringt. Rebirth macht Spaß, weil man es im Team spielen kann, und Rebirth macht keinen Spaß, wenn man Solo spielt. Auf der anderen Seite, wenn man Rebirth Squads aktuell spielt, könnt ihr gerne reinschauen, wie ihr es genauso mittlerweile habt. TTV, Roskins mit TikTok im Clan-Tag, eine überdrehte 13-Jährige, die im Squad Arsch an Arsch hängen und jeden Raum zu viert umwandern. Kann man so machen, aber dann braucht man auch keinen TTV im Clan-Tag haben. Also Prison oder Rebirth Island ist schon ziemlich anstrengend mittlerweile, macht aber einfach deutlich mehr Spaß als der Multiplayer von Vanguard, der meiner Meinung nach schon tot ist, und deutlich mehr als Caldera, was einfach gar keiner mehr spielt. Diese neuen Modi kommen auf jeden Fall mit rein, ich bin sehr gespannt. Zu diesen neuen Modi kommen jetzt auch noch neue Herausforderungen und Rewards, unter anderem ein Schild, Leute. Ein Schild, ein Einsatzschild, das aussieht, als hätte ein grüner Spider-Man sich darauf verewigt. Also da kommen einige sehr interessante Sachen rein. Ich freue mich am meisten auf das Rebirth-Update, in der Hoffnung, dass sie es nicht kaputt machen. Dass sie es wirklich nicht kaputt machen. Und ich freue mich extremst darauf, dass Arms Race reinkommt. A, wurde ich damit bestätigt, und B, bin ich sehr gespannt, ob es eventuell ein paar Spieler wieder zurück zu Vanguard holt. Denn in WW2 war das, glaube ich, der beliebteste Modus damals. Und ich weiß nicht, wie viele Spieler wir in Vanguard noch haben. Deutlich mehr als in Battlefield 42, wo gerade erst ein Scoreboard reingebracht wurde. Aber hoffen wir mal, dass es dafür sorgt, dass ein paar mehr Leute wieder zurückkommen. Ich bin sehr gespannt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Update haltet. Ich glaube, dass das richtig gut werden kann. Und dann schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich bin raus, Leute. Freue mich über ein Like und ein Abo. Ciao.